Hallo ihr Lieben, ich wurde getaggt und zwar bei dem Tag zeigt her eure Lippenstifte. Und zwar hat mich die liebe NinaGirl13 getaggt. Hallo! ich liebe ja Tags, wie ihr wisst. Tags, ja. Und deshalb habe ich mich riesig gefreut, dass sie mich getaggt hat. Ja. Momentan geht es mir nicht so gut, deshalb jetzt das späte Video, aber besser spät als nie. Und ja, dann fange ich auch gleich mal an. Die erste Frage ist, wie viele Lippenstifte, Lipglosse besitzt ihr? Ich habe mir das mal hier auf so einem kleinen Zettelchen aufgeschrieben. Und ich habe das so ein bisschen eingeteilt. Und zwar habe ich 4 Tuben Lipglosse. Ich habe vor einiger Zeit sehr viel aussortiert. Und habe das aussortiert, was ich nicht mehr verwende und was ich nicht gut fand. Dementsprechend sind jetzt eigentlich nur noch Lipglosse da, die ich super finde. Ja. Aber ich konnte trotzdem noch 2 aussortieren. Also 4 Stück. Das ist zum einen der Nothing But Rebel Lip Gloss in 02 London Calling. Ein Hello Kitty Lip Gloss. Und Snoopy Lip Gloss. Und ein Jelly Baby Lip Gloss in Cherry Juice. Ja, die habe ich noch behalten. Dann habe ich 17 normale Lipglosse. Das heißt, die habe ich hier in so einem Glas. Das sind alles meine Lipglosse, die ich gerne verwende. Sehr viele NYX Lipglosse, weil ich die einfach klasse finde. Und 25 Lippenstifte. Die bewahre ich geteilt auf. Ich habe noch keine andere Möglichkeit gefunden, die anders aufzubewahren. Also die liegen dann meistens so in der Schublade, in so einem Ding. Das hier sind Rival de Lip Lip Glosse, Essence Lip Glosse, Basic Lip Glosse. Ja, das sind die hier. Und dann habe ich noch aufgeteilt zwischen NYX Lip Glosse. Also da habe ich meine NYX-Sachen drin. Dann habe ich auch, Quatsch, Lipglosse, Lippenstifte. Dann habe ich meine Lippenstifte auch drin. Und von den NYX-Lippenstiften habe ich 2, 4, 6, 8, 9 Stück. So. Zweite Frage. Eure Top 5. Und warum? So. Ich zeige euch mal meine Top 5 Lipglosse und meine Top 5 Lippenstifte. Top Lipgloss für mich ist einer, den ich sehr, sehr gerne mag. Das ist der P2 Hawaii Spirit in Exotic Blossom. Das ist so eine Pinkfarbe und die deckt auch sehr heftig. Dann als zweites... Quatsch. Jetzt muss ich selbst mal gucken. Das ist meine Nummer 5. Nummer 4 ist für mich ein Essence XXL Shine Lip Gloss. Ich glaube, die heißen jetzt, sind jetzt 3x XL. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall 05 Supergirl. Das ist auch wieder so ein Pink. So ein schönes Pink. Die mag ich sehr, sehr gerne. Nummer 4. Nummer 3. Wo ist er? Das ist wieder ein Essence Lip Gloss aus einer LE. Creamylicious. In der Farbe Raspberry Smoothie. Das ist so ein schönes Rot. Den mag ich sehr, sehr gerne. Der ist so, so schön lippenbärig rot, würde ich jetzt beschreiben. Das war die Nummer 3. Nummer 2 ist ein NYX Lip Gloss
Und zwar Sorbet 30. Das ist so ein schönes Rosa mit Schimmer drin. Und Nummer 2 ist wieder ein NYX Lip Gloss. Ihr merkt schon, ich stehe auf NYX Lip Glosse. Das ist, ne, 142. Das ist so ein schönes Braun, so Hautfarbe, etwas dunkler als Hautfarbe. Und meine absolute Nummer 1 ist, den trage ich auch heute über einen Nude Lippenstift. Das ist 155 Perfect von NYX. Ich muss die anders halten. So. So. So könnt ihr es sehen. Gut, das waren meine 5 Lipglosse. Jetzt sage ich euch meine 5 Lippenstifte. Hole ich mal alles hierher. Ja. Nummer 5. Ein Essence Lipgloss aus der Hello Tokyo LE in der Farbe Pink Samurai. Das ist so ein schöner erdbeeriger Ton, finde ich. Der ist so erdbeerig und der glitzert auch so ein bisschen, also so Schimmer. Nee, Glitzer. Ja, Glitzer. Dann Nummer 4. Ein roter Lippenstift. Der ist von P2. 01. Vibrant Barolo. Das ist ein roter Lippenstift. Richtig schön knallig rot. Nummer 3 ist wieder ein roter Lippenstift. Den habe ich schon, ja, schon ein halbes Jahr. Und das ist die 55 von Rival de Loup. Da. Und das ist so ein anderer roter Ton, finde ich. Also ich finde, die sind sich nicht sehr ähnlich. Der von P2 ist etwas dunkler. Das ist der P2 und das hier ist der Rival de Loup. So. Jetzt kommt die Nummer 2. Da muss ich mal wechseln. Und zwar Nummer 2. Jetzt muss ich gucken, ob ich den finde. Wo hast du dich versteckt? Ist er denn? Okay, Nummer 2 ist Strawberry Milk 595. Das ist so ein schönes Babyrosa. Der geht auch schon so ein bisschen ins, ja, ins Nude, finde ich. So. Der ist sehr, sehr schön. Und ich liebe die NYX Lip Glosse. Wo ist jetzt mein? Da ist er. Und die absolute Nummer 1, die ich fast jeden Tag trage, 628 Thalia Rose. Das ist mein absoluter Lieblingslippenstift. So schön Rosenholz, ja, rötlich, nicht rötlich rosa. Finde ich ganz, ganz toll. Ja. Dritte Frage, euer absoluter Lieblingslippenstift bzw. Lipgloss. Das ist der und der Lipgloss. Also Thalia Rose und Perfect von NYX. Diese zwei liebe ich. Ohne die kann ich nicht mehr. So, jetzt kommt vierte Frage. Fehlkauf bzw. nicht weiterempfehlen. Ich weiß es nicht, ob es die noch gibt. Das ist zum einen der P2 Maximum Pump Maxi Lip Lip Gloss. Der hier. Den kann ich nicht weiterempfehlen. Und ja, die Farbe. Wo steht denn die Farbe? Die hat keine Farbe. Ja, das ist so ein pinker. Ja, so ein dunkelpink.
Und zum einen finde ich das ekelhaft, der schmiert hier, könnt ihr das sehen? Der schmiert richtig ekelhaft hier am Rand und versaut die ganzen anderen Lipglosse, die hier in dem Glas sind. Deshalb habe ich den schon längst aussortiert. Der ist so richtig, oh, könnt ihr das sehen? Der ist so richtig matschig so. Und der schmiert und der zieht Fäden und der macht Flecken und das ist ein, ist zwar eine schöne Farbe, aber der ist so richtig so, oh. So, ich kann es nicht beschreiben, so, das mag ich gar nicht. Und der zweite ist auch so ein Lipgloss. Das ist dieser hier. Ich TCM, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich den her habe. Auf jeden Fall ist die Farbe ekelhaft. Das ist so ein. Ich habe die mir auch nicht selbst gekauft. Ja, das ist so ein Gold, Weiß, Goldweiß, Silberglitzer. Und der, nee, kann ich überhaupt nicht. Gut, dann schreibe ich in die Infobox, wen ich alles noch taggen möchte. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Tut mir leid, dass ich heute ein bisschen fertig aussehe. Aber privat läuft es gerade nicht so gut und ja. Aber es wird auch wieder besser. Hoffe ich doch. Okay, ihr Lieben, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, schaut in die Infobox. Tschüss.